So eine Scheiße. Kam nicht da hoch, die Sau hat sich versteckt. Egal, wir sind noch im Gulag. Und damit herzlich willkommen hier zu einer kleinen neuen Folge von Call of Duty Warzone 2.0. Genau. Wir spielen heute mal eine Runde Battle Royale und zwar einer einzeln. Um einfach mal ein bisschen reinzukommen. Der Virtual ist noch nicht da, der Lutscher ist auch noch nicht da. Und der Virtual kommt erst in einer halben, dreiviertel Stunde, also ein Match werden wir da sicherlich schaffen. Und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Dass wir uns da hier ein bisschen, ein bisschen austoben. Gucken wir mal, was hier so passiert, wie schnell die Runde rum ist. Eine, zwei Runden machen wir auf jeden Fall, je nachdem, wie schnell es geht. Das sehe ich als sinnvoll. Und ich hoffe, dass wir das relativ gut hinbekämen. Oh, das habe ich auch schon abgebrochen. Wir sehen uns im Match. Es gibt eigentlich nichts weiter zu sagen, außer wir haben heute früh live gestreamt. Die letzten Folgen, die wir jetzt quasi so aufgenommen haben, die jetzt noch rausgebracht werden. Ich hoffe jetzt im Laufe der Woche. Werde hoffentlich bis Dienstag soweit alles gerendert haben. Mittwoch, Donnerstag, Freitag bin ich nämlich gar nicht da. Sodass ihr ein paar Folgen zum Schauen habt. Aber ansonsten, hoffe ich, dass wir heute wieder so abkassieren wie letzte Woche im Sonntag in dem Stream-Aufnahmen, in der Session-Aufnahme. Ja, mal schauen, ne? Das ist immer so ein bisschen Zufall und Glück abhängig, je nachdem, was man für Gegner bekommt und wie man sich gerade dumm anstellt. Also in der letzten Folge, die jetzt rausgekommen ist, die 17, da habe ich mich schon ziemlich komisch angestellt. Also, bis gleich im Match. Wir sehen uns. Bis dann. Und da sind wir schon. Hat gar nicht so lange gedauert. Aber hey, wir sind in Al-Rasma. Nee, wer heißt das? Al-Asma? Nee. Irgendwie so. Al-Rasma? Irgendwie. In dem Tenor, ne? Jedenfalls ist das die Map von Battle Royale und von der DMZ, glaube ich. Ja. Schau mal. Bereithalten für den Einsatz. Nutzt die Zeit zum Aufwärmen. Ja, hier tut man nämlich automatisch dingsen. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Ha! Mit dem Raketenwerfer. Ist eine Aufwärmrunde, ist egal. So, es geht los. Landen im Einsatzgebiet. Vorbereitung ist abgeschlossen. Jetzt geht es in die Kriegszone. So, los geht's. Wir müssen uns ein bisschen vorsichtig in den Dörfern bewegen, weil da meistens Leute campen. Das habe ich so mitbekommen. Heute früh zumindest. Da haben wir ein bisschen was zu machen.
Licht und Gesicht. Battle Royale. Battle Royale. So, wo wollen wir eigentlich hin? Also, wir fliegen in diese Richtung. Wir wollen auf jeden Fall in die Stadt. Geh mal zum Safe knacken. Wird lustig. Aufgabe ist es, alle Ziele auszuschalten. Okay. Der Feind nähert sich. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne ist schon über uns. Wo ist dieses? Okay. Alles klar. Könnten die hier benutzen? Ja, wir müssen nach oben. Da oben ist das Ding. Warte. Immer noch weiter oben, ne? Geht aber nicht weiter hoch. Auch hier. Ausrüstung in feindlichen Depots entdeckt. Rücke vor und sichere sie. Ich könnte natürlich mit einem Hubschrauber fliegen, aber es macht keinen Sinn. Da ist noch eine Kiste. Das Gas kommt. Festungen lokalisiert. Die Ziele sind auf der Taktikkarte markiert. Nur rennen und auch gucken. Ein Safe ist offen. Fehlen noch zwei. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Es fehlt noch ein Safe. Bewegung. Hol mir die falsche Waffe weg. Latte nehmen wir mit. Was ist denn da? Eine ordentliche M4.
Etage höher. Ich muss gleich zu einem anderen Safe noch rüber. Drohne, sehr schön. So, ich muss da rüber. Hier drin ist noch eine Kiste. Feindliche Drohne aktiv. So, Safe ist hier. Dreierweste ist auch gut. Das ist ein Kampfgewehr. So. Müssen wir mal gucken, wo wir eigentlich hinwollen. Also noch sind wir gut dabei. Das Gas weitet sich aus. Ja, doch, Sicherheitszone wird verlegt. Zum Kampf. So, wir haben jetzt hier eine MP, die ist nicht gut. Doch, die hat zwei. Könnte man hoch? Okay. Da hinten sind ein paar Spieler. Fordere Aufklärungsüberflug an! Verstanden. Drohne kreist über Einsatzgebiet. Aufklärung online. Oben ist ein Spieler drauf. Der schneibert da oben. Aber da sind die Spieler drin. Dann würde ich sagen, gehen wir mal. Den Killauftrag holen. Killauftrag. Wir haben noch eine Drohne dabei. Das heißt, wir können gleich auch noch mal eine Drohne nehmen. Die Kopfgeldziele wurden markiert. Erledigt sie alle. Feindlicher Wagen markiert.
Erbitte Aufklärung an meiner Position. Verstanden. Drohne kreist über Einsatzgebiet. Aufklärung online. Und weg. Also. Drohne hat keinen Treibstoff. Sie kehrt zur Basis zurück. Der ist über mir. Der ist über mir. So. Das Gas nähert sich. Neue Sicherheitszone gefunden. Er ist da oben. Das Gas kommt näher. So eine Scheiße. Kam nicht da hoch, die Sau hat sich versteckt. Egal, die sind noch im Gulag. Du bist im Gulag. Wir haben's versucht. Kämpfe für deinen Wiedereinstieg. Wir haben es versucht. Mal sehen, was ich für eine Rotzwaffe kriege. Warten auf andere Spiele. Hallo. Dass ich ihn nicht getötet habe, tut mir echt leid. Ich hätte ihn gerne umgebracht. Naja, so ist das halt. Noch nicht genug Spieler tot. Kann doch nicht losgehen. Jetzt. Soldaten, ihr seid jetzt in meiner Arena. Die letzten
2 auf den Beinen können gehen. Tötet er kämpft für sich, ich für mich. Er hat mich gerettet, der Typ. Gut. Dann muss ich wohl oder übel dahin. Das leckt gerade. Ach, warum leckt das jetzt? Das Gas nähert sich dir. Feindliche Drohne über uns. Ey, das leckt übel. Das ist doch nicht normal. Die ganze Zeit hat es gut funktioniert und jetzt leckt es, das Spiel? Leute, was ist das? Da oben auf dem Dach ist der Typ. Du kannst nicht spielen. Alter, ich hasse es. Wieso wollen wir so spielen? Kann mir jetzt mal einer erzählen? Beruhigst du dich jetzt mal, du FPS-Scheiß? Was ist denn das für ein Game? Das ist ja ungeil. Da oben ist er. Keine Muni. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ein Platz in den Top 25. Gut gemacht. Wir sind leider los. Eine Täuschungsgranate, das ist gut. Die nehmen wir. Muss ich erstmal. Der muss ich erstmal wieder reparieren. Hab dich. Ach, da kam ja noch einer. Schade. Ich dachte, ich kann in Ruhe looten. Aber wir kommen zurück und beenden es. Schade. Ich wollte die Dinger reinpacken, aber solange du nachlädst, kannst du nichts einstecken. Das musst du erstmal kapieren. Ich hätte hochgehen müssen und dann hätte ich weitermachen können. Naja, so ist das, ne? Aber, ey, wir sind
ne? Haben uns nicht mal dumm geschlagen. Bis auf der Lag, also diese eine Stelle da oben, Lag-mäßig. Also warum habe ich FPS von 30 Drops? Das ist ja ungeil. Gerade ging es die ganze Zeit und jetzt habe ich Drops. Den ganzen Morgen gespielt, ging alles supi. Dieses Game ist total nervig. Okay, aber nichtsdestotrotz, wir sehen uns gleich im nächsten Match. Bis gleich. Ich meine damit, bis gleich in einer neuen Aufnahme. Bis dann.